herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Schwatzing. So, wir haben folgende Änderung gemacht. Wir haben hier mal die ganze Karte ein bisschen schneller laufen lassen, dass wir einfach mal vorwärts kommen mit den ganzen Früchten. Und darum gab es auch ein, zwei Änderungen, dass wir zum bitte an die Versorgung der Tiere denken. Aufgrund Zeitsprung. So. Dass wir hier dass wir hier einfach vorwärts kommen, was die Ernte angeht, weil wir wollen ja hier unser Season so schnell wie möglich wieder runterballern, weil es einfach nur nervt. So. Gut. Also. So, ich warte mal, ich müsste jetzt eigentlich mal kurz hier das Heu runterballern vom Anhänger, weil den habe ich, ich musste mir ein bisschen Heu kaufen und es ist leider auch nicht in der Aufnahme mit drin, weil wir sonst unsere Schafe verloren hätten. Es war nämlich einfach folgendermaßen, dass wir schon bei 1% Lebenshaltung oder Leben der Schafe waren. Souverän abgelegt. Und es sonst Tode gegeben hätte. So, dann fahre ich nämlich gerade mal wieder rüber und werde die Dings hier wieder auffüllen. Die Paletten wieder auf den Anhänger laden. Weil die sind halt abgeladen worden. Durch. Oder habe ich abgeladen? Wegen dem Heu, was ich gebraucht habe. Ich hatte ja keinen anderen Anhänger, um jetzt die Ballen zu transportieren. Jetzt regnet's. Hat sich schon angekündigt. So. Stellen wir die mal schön da drauf. So leise hier. So, ich guck mal. Ich denke, ich kann davor noch eine Palette abstellen. Dann. Alter, warum wackeln die so rum? Was ist denn da los gewesen? Ich hoffe mal, dass die anderen Schafe auch bald die Produktion anfangen. Es war ja letzte Woche ein bisschen merkwürdig, Leute, dass beim Harry die Schafe nichts produziert haben. Vielleicht liegt es auch an Seasons. Da bin ich aber ein bisschen überfragt. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Außerdem, wenn ihr Bock habt mitzuspielen, dann auch einfach mal
unten in die Kommentare schreiben. Schreibt mich an. Kommt auf meinen Discord-Server, der müsste unten auch verlinkt sein. Und dann schauen wir mal, welchen Gedanken ich jetzt noch hatte. Welchen Gedanken ich jetzt noch hatte, war, dass ich nochmal kurz in den Computer reinschaue. Warum ist denn da immer Musik an? Das wollte ich nicht haben. Radio. Radiobereich immer, nein, nur Fahrzeug. So. Mein Gedanke war, ja, lass mich hier rein. Wir gucken mal kurz den Laptop. Ich habe nämlich, was sagt unser Konto, 80.000 Euro. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir da noch irgendwie ein Landstück unter den Fingernagel reißen soll. Vielleicht irgendwas, wo ich direkt verkaufen kann. Entweder irgendwas, was Mehl bringt. Zum Beispiel den 90. Ne, das sind Kartoffeln, oder? Ja. Oder vielleicht ein Weizenfeld. Ein Weizenfeld wäre gut. Kostet 40.000. Ist zu teuer. Das hier oben. Ein Weizenfeld, da kriege ich nämlich... Da kriege ich nämlich Ding raus, da kriege ich, sag's mir. Da kriege ich Stroh raus und mit dem Stroh könnten wir unsere Pelletfabrik befeuern. Stroh oder Hackschnitzel. Da werde ich doch mal gerade, werde ich doch gerade mal den Hofer anrufen. Hallo Harry. Hallo? Ja. Du, wir hatten noch letzte Woche mal drüber gesprochen, über die Paletten. Ja. Wie schaut's denn da aus? Was verlangst du da pro Palette? Kurz wegen den Pappeln. Okay, sind noch nicht reif. Ja, ich will nur schon mal vorsorgen, weil wenn es dann soweit ist, dann wollen alle welche haben und dann stehe ich doof da. Also Leerpaletten, oder? Genau. Also pro Palette, wo Paletten oder so drauf sind. Ja. 3.500. 3,5. Ist halt die Frage, ob sich das rentiert, gell? Vielleicht können wir da einen kleinen Rabatt machen. Wie viel brauchst du denn? Ich würde mal 10 nehmen. So, 10 solche Stücke. 10 Paletten mit Paletten. Ja. Ja, es wären dann 35.000. Oder? Scheiß Handy. Jetzt. Hallo? Ja? Irgendwie Handyverbindung gerade ein bisschen schlecht. Regen. Ja, 10 Paletten bräuchte ich ungefähr. Dann 35 mal, Kommen wir da auch auf 30? Also 10. Ja, Harry? Ja? Scheiß Telefonverbindung hier. So 30.000 wären das dann, wenn wir pro Palette 3.000 machen. Ja. Geht es? Mal eine Ausnahme. Ja, ich guck mal. Vielleicht lasse ich dich dann auch am Ende nochmal Gewinnbeteiligung oder so. Wenn ich muss mal gucken, wie der Absatz von den sobald die dann produziert sind, möchte ich die runter oder dann könntest du direkt zur Pelletfabrik liefern. Da haben wir ja
Händler hat da ja solche Stelle. Was? Ja, bei war Werkzeuge, warum? Das anhängen. Ach, ja. Den Auto. Kann man auch. Weiß ich gerade gar nicht. Müsste es mal beim Händler dann nachfragen. Aufladen. Okay. Aber es steht eigentlich dran in der Beschreibung. Paletten und Ballen. Müsste ah, gehen. Ja, den habe ich schon mal. Ja, ja, der. Ja, dann nehme ich dann. Aber das lasse ich mal, bis die Aktion anläuft. Ja, das dauert ja noch ein bisschen. Okay, gut, dann danke ich dir erstmal. Jo. Tschüss. Tschüss. Okay, das ist ja schon mal gut. Okay, dann haben wir die am Haken. Und dann reiße ich mir das Feld 15 noch unter den Daumen. Ich glaube, das mache ich. Da fahre ich doch gerade mal. Und mit den Paletten endlich mal das Mehl fertig da machen. Moment, der Volker ruft an. Jo. Hallo Volker. Ja, ich rufe mich ja nicht selber an. hallo Jürgen. Hi. Du, ich hätte eine Frage. Bist du gerade in der Nähe? Bin bei mir auf dem Hof. Okay, bist du da noch ein bisschen? Ja, ich bin Tiere am Füttern. Okay, dann komme ich mal gerade vorbei. Mach das. Bis gleich. Tschüss. Ciao. Okay. So, was wir jetzt auch wieder haben, ist, ihr glaubt es kaum, mein Lenkrad. Ich habe jetzt vorhin mit dem Marlon mal die Einstellungen gemacht. Ich hoffe, dass sie jetzt funktionieren. Darum fahren wir hier ein bisschen smoother durch die Gegend. So. Fahre ich gerade mal zu dem und dann kaufe ich mir. Ach so, doch, ich habe ja Geld. Das dachte ich gerade, ich hätte kein Geld mehr. Irgendwie bin ich aber mit Lenkrad nicht so. Irgendwie ist. Das mit dem Lenkrad-Totpunkt. Der Lenkrad-Totpunkt ist falsch. Bis das anschlägt, das ist ein bisschen zu schwach. Also, ich. Hoppala. So, okay. Da hinten fährt was rum. Ah, da fährt auch was rum. Hallo? Hallo, Herr Schmitz. Hallo, Volker. So, wer hantiert hier mit seinem Riesengerät? Hallo Jürgen! Ah! Moin! Moin, ich stelle mich gerade mal hier ein bisschen unter, da ist er. Zu ja. Viel Feuchtigkeit von oben. Wie geht's den Kühen? Ah, oh, den ist prima. Na, das ist ja Tutti. Den ist gut. Hat noch was Futter gegeben. Na, Elsa, wie geht's? Und ich mag mich nicht. Jo, ist ja gut. Aber ich inspiziere mal gerade die Milch ein bisschen. Aber, ey, trampel mich nicht um. Okay, scheint ja alles gut zu laufen. Ja. So, ich habe eine Frage. Können wir, wann hast du, oh, der Schmitz steht auch schon da, hä? Warte, ich mach mal einen Traktor raus. Jo, ist ein bisschen laut hier. Wie viel Milch kriegst du denn raus? Aber momentan noch gar nichts.
tatsächlich. Ja, ist komisch. Der Harry kriegt nämlich auch keine Wolle und bin mir auch nicht sicher, ob mein neuer Schafstall Wolle bringt. Also, Gülle bringt es en masse, ey. Aber Milch haben wir bisher noch gar nichts. Okay. Mist ist, naja. Da haben wir schon was verkauft, aber Gülle bringt das echt viel, aber Eier kommen auch fast nichts raus, also. Okay. Ich habe mir nämlich überlegt, ob das vielleicht auch mit den mit der Saison zusammenhängt. Ja, das hängt es. Na, nee, nicht wirklich, oder? Doch. Das ist doof.